Hey Leute, heute ist der 1. Dezember und was macht man am 1. Dezember? Klar, man macht das erste Türchen auf und ich habe euch vorher auf Twitter gefragt, wie ihr es finden würdet, wenn ich euch jeden Tag eine Weihnachtsgeschichte vorlesen würde und ihr fandet die Idee gut. Das heißt, wir fangen heute gleich mal an mit Katzenweihnacht. Pauli, der schöne graue Kater, schlendert gelangweilt in der Wohnung herum. Es ist Advent und bitterkalt draußen, also kein Wetter zum Mäusefang. Lieber ein bisschen auf dem Sofa liegen und sich kraulen lassen, aber ausgerechnet jetzt hat niemand Zeit für ihn. Katzen und Menschenleben passen nicht zusammen, denkt Pauli. Im Sommer, wenn alle im Garten sitzen und faul herumliegen, muss ich auf dem Feld Mäuse fangen. Und im Winter, wo ich Zeit habe, faul herumzuliegen, müssen die Menschen Geschenke kaufen gehen und backen und sonst noch so Sachen, die man halt nur um diese Jahreszeit macht. Na, stößt er miauend hervor und setzt sich in die Mitte der Wohnung. Er schaut noch ein bisschen dumm aus der Wäsche, aber er denkt nach. Wenn man genau hinschaut, sieht man es ihm sogar an. Auf seiner Stirne bekommt er nämlich eine Falte. Die bekommt er immer, wenn er ganz fest nachdenken muss. Was könnte ich nur tun? Pauli ist ja schließlich nicht blöd und versauert nur, weil keiner Zeit für ihn haben will. Das wäre ja dann wirklich blöd. Schließlich kann er denken. Und denken findet Pauli besonders wichtig. Er schaut nach oben und plötzlich, hopp, ist damit ein Satz auf dem Tisch. Hier hat er bessere Aussicht und kann sogar noch aus dem Fenster gucken. Das ist tausendmal spannender, als am Boden zu sitzen. Ach, sieh da, die Nachbarn gehen auch weg, beobachtet er. Dann ist ja Sini auch ganz alleine. Die schöne Nachbarskatze, die Pauli heimlich liebt. Leider mag Sini den Pauli nicht wirklich. Sie beachtet ihn nicht. Pauli muss wieder nachdenken, denn das könnte man ja ändern. Sini ist hübsch. Sie hat viele Verehrer. Dauernd ist einer zu Besuch und gockelt um sie herum. Es könnte also schwierig werden, grübelt er. Was könnte ich tun, damit sie mich auch beachtet? Pauli hat schon einen Plan. Mit einem Sprung vom Tisch geht er direkt ab in den Keller. Zum Glück war die Tür nur leicht angelehnt. Kürzlich hat er nämlich gesehen, dass sein Frauchen Würstchen in den Keller gehängt hat. Es wird sicher nicht auffallen, wenn er eine als Geschenk für Sini mitnimmt. Die Würste hängen hoch und es gibt nichts, keinen Tisch, keinen Stuhl. Gar nichts, worauf Pauli springen könnte, damit er besser an das Fleisch herankäme. Also nimmt er Anlauf und springt in die Höhe. Leider ohne Erfolg. Er geht noch einen Schritt zurück, um noch mehr Schwung zu bekommen. Wieder springt er. Aber es reicht wieder nicht. Ein bisschen weiter ist er gekommen. Er übt und übt, springt und springt. Viel fehlt nicht. Beinahe wäre er dran gewesen. Pauli muss sich ein Weilchen ausruhen, denn das ist richtig anstrengend. Ich gebe nicht auf, ich schaffe es, sagt er zu sich selber. Noch einmal will er alles geben. Bis ganz an die Wand geht er zurück, um noch mehr Anlauf nehmen zu können. Sein Ziel vor Augen und hochkonzentriert sammelt er seine Kraft und rennt los. Wie ein Pfeil schießt er in die Höhe, liegt quer in der Luft und berührt mit der äußersten Spitze seiner Kralle die Wurst und reißt sie mit nach unten. Puh, das war knapp, keucht er. Lange kann er nicht ausruhen, er muss sich beeilen, sonst kommen die Leute von dem Einkaufen nach Hause. Rasch mit der Wurst nach oben und in ein buntes Papier einwickeln, damit das auch hübsch aussieht und schon geht's los. Pauli ist ganz aufgeregt, als er vor Sinis Katzentürchen steht. Mit seiner Pfote drückt er das Türchen auf und lässt es dann zurückknallen, damit es einen lauten Ton gibt. Dazu miaut er. Sini kommt getänzelt. Wie schön sie ist, denkt Pauli und verdreht verliebt die Augen. Ach du, sagt sie und will sich gleich wieder umdrehen. Jetzt muss er aber handeln, sonst ist sie weg. Hallo Sini, schau, ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Erreicht ihr das Päckchen. Ich möchte dir einen Besuch machen und fragen, wie es dir geht. Hast du ein bisschen Zeit? Zeit, murmelt sie vor sich hin. Mehr als nur genug, ist ja total langweilig. Was hast du gesagt? Fragt Pauli nach. Er hat ihr Gemurmel nicht verstanden, aber es ist vielleicht besser so. Oh, ein Geschenk, sagt Sini laut. Wie aufmerksam von dir und auch noch in einem schönen blauen Papier. Meine Lieblingsfarbe, komm doch bitte herein. Der ist ja doch ganz nett, denkt sie so für sich. Sie laufen in die andere Zimmerecke und setzen sich vor Sinis großen Katzenkorb. Langsam öffnet sie ihr Geschenk. Das riecht ja lecker. Ihre Augen werden ganz groß und sie ist total entzückt, als sie leckere Wurst vor sich sieht. Oh, so ein tolles Geschenk habe ich noch nie bekommen. Sie schaut ihn lange an und plötzlich drückt sie Pauli einen Kuss auf die Wange und sagt etwas verlegen. Danke, Pauli. Du bist ja total süß. Komm, du darfst mir in den Korb, wenn du willst. Wir machen es uns gemütlich. Pauli ist vollkommen durcheinander. Was für ein Tag. Und jetzt auch noch ein Küsschen. Und ja, natürlich will ich zu dir ins Körbchen und ganz nah und kuscheln. Sie essen von der Wurst, schauen sich immer wieder verliebt in die Augen, schnorren um die Wette und schlafen dann eng im Schlung ein. Weihnachten kann so schön sein, denkt Pauli und rutscht noch ein bisschen näher an Sini heran. So Leute, ich hoffe, euch hat die kleine Geschichte gefallen. Morgen gibt's wieder eine. Und bis morgen. Ciao.